Man sagt, dass Kater ihre Menschen mehr lieben als Katzen. Aber ist da etwas dran oder handelt es sich nur um einen Mythos? Im folgenden Video gehen wir dieser Sache auf die Spur. Verhaltensunterschiede zwischen den verschiedenen Geschlechtern. Zunächst stellt sich die Frage, hat das Geschlecht überhaupt einen Einfluss auf das Verhalten oder ist das bei unseren Samtpfoten ausschließlich ein Vorurteil? Die Antwort ist nicht ganz einfach. Wie bei Menschen haben bei unseren Stubentigern vor allem die Genetik und die Lebenserfahrungen den größten Einfluss auf das Verhalten. Das heißt, dass sich zum einen typische Eigenschaften der Elterntiere auch bei den Jungtieren zeigen und zugleich Erfahrungen, die junge Katzen oder Kater mit Artgenossen und Menschen gemacht haben, Auswirkungen auf das spätere Verhalten der Tiere haben. Dennoch gibt es auch wissenschaftliche Erkenntnisse darüber, dass Katzen und Kater sich unterschiedlich verhalten können. Die Betonung liegt jedoch auf können. Es gibt Katzen, die sich eher wie typische Kater verhalten und Kater, die das Verhalten typischer Katzen zeigen. Was ist typisch Katze? Katzen haben naturgemäß die Aufgabe, sich um ihre Jungen zu kümmern. Das hat einerseits zur Folge, dass sie häuslicher sind und sich nicht so lange und so weit von zu Hause entfernen wie Kater. Andererseits bedeutet es aber auch, dass ihr Jagdtrieb ausgeprägter ist, weil sie ihren Nachwuchs versorgen müssen und dass sie sich nicht so stark abhängig machen. Sie sind es gewohnt, Verantwortung zu tragen, Entscheidungen zu treffen und ihre Kinder zu erziehen. Das heißt, dass sie selbstständiger sind und sich nicht so stark binden, ganz getreu dem Motto, ich verlasse mich nur auf eine Person und das bin ich selbst. Was ist typisch Kater? Kater müssen von Natur aus gegen andere Kater kämpfen, um die Gunst der Katze zu gewinnen und das Revier zu verteidigen. Das Raufen liegt ihnen im Blut, ebenso wie dass sie weite und lange Streifzüge unternehmen. Das klingt, als wären sie unabhängiger als die häuslichen Katzenweibchen. Das stimmt allerdings nicht. Kater zeigen sich sogar anhänglicher als Katzen, jedenfalls wenn sie zu Hause sind. Nach ihren Streifzügen kommen sie nur allzu gern zu ihren Menschen und genießen ihre Nähe. Anders als Katzen sind Kater in ihrer Beziehung zu Menschen ruhiger, ziehen sich weniger zurück und fordern die Streicheleinheiten aktiver ein. Der Einfluss der Kastration. Wenn man über Geschlechter spricht, muss man bei den Fellnasen auch über Kastration sprechen. Grundsätzlich ändert die Kastration zwar nichts am Charakter des Stubentigers, aber Studien zufolge wirkt sich die Kastration bei beiden Geschlechtern mäßigend aus. Nach der Kastration sind Katzen und Kater meistens ruhiger und friedlicher als unkastrierte Tiere. Und Kater zeigen sich weniger rauflustig. Auf die Bindung zum Menschen hat die Kastration jedoch keinen Einfluss, zumindest gibt es darüber keine wissenschaftlichen Erkenntnisse. Wer liebt nun aber mehr? Heißt das, dass Kater ihre Menschen mehr lieben als Katzen? Wenn man Liebe mit Anhänglichkeit gleichsetzt, müsste man das wahrscheinlich mit einem Ja beantworten. Da Katzen oft zurückhaltender und etwas kühler wirken, haben sie den Ruf, ihren Menschen nicht so sehr zu lieben. Die anhänglichen, schmusebedürftigen Kater sollen hingegen mehr Liebe zu ihren Haltern empfinden. Die Frage ist, kann man aus der Anhänglichkeit Schlussfolgerungen über die Liebe ziehen? Wenn Katzen ihre Menschen weniger lieben als Kater, würde das bedeuten, dass sie von ihren Haltern nicht so viel Zuwendung bräuchten und nicht mit so viel Einfühlungsvermögen behandelt werden müssten. Denn weniger Liebe bedeutet weniger Verletzlichkeit. Katzen reagieren jedoch genauso sensibel, wenn sie sich von ihren Menschen nicht genug geliebt fühlen. Nur weil sie weniger kuschelbedürftig sind und mehr Zeit für sich alleine brauchen, heißt das noch nicht, dass sie ihren Menschen weniger lieben. Wie sehr unsere Fellnasen ihre Menschen lieben, hängt nicht von ihrem Geschlecht ab, sondern von ihrem individuellen Charakter und vor allem auch davon, wie ihre Halter mit ihnen umgehen. Zeigst du deinem Stubentiger nicht genug Liebe, wird er dich auch nicht besonders lieben. Das ist bei Katern nicht anders als bei Katzen. Woher kommt also der Mythos? Woher Mythen und Vorurteile kommen, weiß man natürlich nie so genau. Irgendjemand hat irgendwann damit angefangen, diese Ansicht in die Welt zu setzen. Andere glaubten sie und verbreiteten sie weiter. Der Ursprung lag aber sicher darin, dass Menschen beobachtet haben, dass Kater mehr schmusen und Katzen weniger Interesse an der Nähe haben. Wenn du jetzt noch wissen willst, welche weiteren großen Unterschiede es zwischen Katzen und Katern gibt, dann klick auf das Bild links und sieh dir unser spannendes Video zu diesem Thema an. Oder willst du die 10 kuriosesten Arten kennenlernen, wie dir Katzen ihre Liebe zeigen, dann klick jetzt auf das Bild rechts.